Ach ja, es gibt wenigstens ganz normales Startmenü. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel sofort startet. Mir wurde ja vor einiger Zeit Marvel Guardians of the Galaxy geschenkt. War es ganz kurz irritiert, weil es geflackert hat hier. Aber alles okay. Wollte ich heute einfach anfangen zu spielen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zwischen... Es war gerade Weihnachten, Neujahr. Es ist ein reines Story-Game. Ich verzichte übrigens auf den Streamer-Modus wegen den Urheberrechtsgeschichten. Deshalb werde ich wahrscheinlich beim Let's Play auch durch Werbung nichts verdienen und im Nachgang wird man das hier schlecht gucken können, weil dann wird nämlich der ganze Sound rausgeschnitten. Aber im Livestream sollte das keine Probleme geben erstmal. Und dann schauen wir einfach mal. Ich bestätige die Nutzerbedingungen, ich akzeptiere das hier. Es ist mir egal, ob das Konto verknüpft ist. Und wir starten einfach ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad, wir schaffen das oder wir schaffen es nicht. Niemand hat behauptet, es wäre leicht, ein Superheld zu sein. Du wirst ordentlich einstecken müssen. Möchte ich ein bisschen Stress haben? Ich entscheide mich für den Mittelweg des Stresses. Ach, ist das schön. Alles Sachen, die man nicht weiß, ob das wichtig wird. Kosten für Elementarschüsse, erlittener Schaden ist hoch. Schildregeneration niedrig, Todesereignis-Timer ist schwer, Schadensmultiplikator. Ach, das wird alles schon okay sein, wie es ist. Wir spielen mit Controller, obwohl wir am PC spielen. Das wird ja auch alles wahrscheinlich im Spiel noch erklärt. Weil Zuversicht ist groß. Verarschen Steven Pendragon. Es ist Weihnachten. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Steven Pendragon hat einfach mal 100 Subs geschenkt, jetzt mal eben zum Start des Let's Plays. Es tut mir so leid, weil es im Video mit drin ist. Ich danke dir wirklich sehr, sehr. Star-Lord. Du hast direkt den Hype-Train voll gemacht mit 1457%, weil du einfach 100 Subs hier verschenkst. Ach, die richtig schöne 80er-Jahre-Tolle. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Echt Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt jetzt? Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Du bist immer noch
Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt, deine Mom ist cooler, als du denkst. Du wurdest auch gezeugt bei Black Sabbath. Wir haben die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, hä? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt. Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Autsch! Peter! Du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur. Eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach. Versprochen. Schon klar. Wäre es ein Legostein gewesen, wäre sie explodiert im Zimmer. Der junge Star-Lord. Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsaustragen kauft. Ich muss Janies Highscore schlagen. Das ist peinlich. Wird ja wahrscheinlich die Nacht sein, wo er dann von der Erde entführt wird. Der wird eines Tages Hunderte von Dollar wert sein. Drei Einsen hintereinander im letzten Spiel. Ein toller Bade bin ich. Ich brauche Guten Abend, mehr Hornhaut. Flo. Ja, das ist das Schlimmste bei Gitarre spielen, das kenne ich auch noch. Wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Ich zieh die Aufkleber ab und kleb sie an die richtigen Stellen. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Ach, Tron! Ich würde gern mal so einen Light Cycle fahren. Da muss man wirklich das Original auch nochmal gucken. Unfassbar, dass ich das gefangen hab. Die Maiden Show war der Hammer. Peter Quill. Peter Quill, wach auf. Heilige Scheiße. Drax, du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt schreck. Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. Es ist nicht so wichtig, ob das dieselben Sprecher sind wie in den Filmen, weil die Charaktere ja nach den Comics orientiert sind und nicht nach den Filmcharakteren. Wie bei vielen Spielen. Deshalb ist mir das nicht wichtig, dass dieselben Sprecher sind oder nicht. Und danke, Ahrens, für das Verlängern des Geschenkabos.
Achso, in der englischen Synchro sind die Originalsprecher. Ja, dann ist es halt wirklich schade. Egal, wenn das Nova-Corps uns erwischt. Und das wird es nicht. Groot ist zu Recht nervös, Rocket. Unterschätzt das Nova-Corps nicht. Ich bin Groot. Ach, kommt. Bin ich der Einzige, der keine Angst vor der galaktischen Polizei hat? Sie sind viel mehr als wir. Aber wir sind klüger. Ich bin Groot. Mein Schiff kriegt nur ein Genie in die Finger. Mein Schiff. Wer war das? Quill? Ich bin Groot. Nein, ich hab ihn gehört. Egal. Ah, da bist du ja, Quill. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin Groot. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Verhaftet? Wenn die uns kriegen, knallen die uns auf der Stelle ab. Hier im Grenzland haben Bullen keine Zeit für Verhaftungen. Ich bin Groot. Ruhig, Kumpel. Das Nova-Corps schießt nicht einfach. Die stehen auf Verhaftung. Und auf alberne Helme. Schicke Teile, Rocket. Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Und wie soll das funktionieren? Der Klopfer macht beep, 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 beep und das Monster kommt angerannt? Naja, er macht eher so... Heilige Hala Rocket! Hör mit dem Krach auf, Klopfer! Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff scheu was anfangen? Hey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Ich besuche natürlich auch die restliche Crew, falls ich sie finde. Hey Groot, hat das mit der Eskorte auf Orga geklappt? Ich bin Groot. Was soll das heißen, du hast nicht zurückgerufen? Hast du nicht bemerkt, dass wir pleite sind? Ich bin Groot. Was? Moment, um was für eine Eskorte ging es da überhaupt? Ich bin Groot. Ja, vielleicht bin ich lieber pleite. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig Wahre. Ob Drake seine Zelle im Kiln wohl selbst dekorieren durfte? Wahrscheinlich nicht. Sie ist erst ein paar Monate hier, aber ihre Kabine ist schon vollgeschmückt. Ich möchte mein Abo verlängern, nicht ein geschenktes. Doch, du hast dein Abo verlängert übrigens, Ahrens. Also stand jedenfalls kurz hier, dass du das Geschenk-Abo verlängert hast. Morgoth mit dir. Hey, selber Morgoth. Ich bin Groot. Morgoth hat was mit Hüften? Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Peter Quill, wir müssen über den Status meines offiziellen Teammitgliedschaftsabzeichens sprechen. Drax! Was ist denn? Okay, Auszeit, Kumpel. Wir müssen über die Gamora-Sache reden.
Sie wartet im Cockpit auf dich. Ich weiß. Ich meinte, ist das okay für dich? Ihr beide werdet eine Weile allein auf dem Schiff sein. Sei versichert, Peter Quill. Ich werde ein wachsames Auge haben und jeden Verrat im Keim ersticken. Oder? Du vertraust ihr langsam mal. Du bist naiv, Peter Quill. Sie ist eine Meisterin der Täuschung. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot. Aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Was hat der Baum gesagt? Keine Ahnung. Ich drück mal alle Knöpfe. Warum auch immer ich das jetzt öffnen konnte. Da mal dahingestellt. Groot muss wirklich diese Pflanzen unter Kontrolle bringen. Guter alter Milano. Triebwerkteile von mindestens 5 Schwarzmärkten. Erinnert mich eigentlich eher so an Mass Effect auf dem Schiff rumrennen. Ach ja. Weißt du noch, der... Gamora? Hier oben, Peter! Hey, das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Ach. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar. Muss mal eben kurz was am Rechner gucken unten. Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja, sobald du sie in deine Konsole eingibst. Okay, es geht weiter. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security-Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein. Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? 4 Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova-Core. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. 0, Gamoras 4, Codes sind eher Verschlüsselungen 5, zur Eingabe temporaler 1, Koordinaten und der festen Seriennummer unseres Schiffs in einen lokalen... Geschafft! Dafür, dass ich nicht gut aufgepasst habe. Und wir sind drin. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Ja, das mag ich so an dir, Quill, diese Unschuld. Oh, was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen? Konzentrier dich, Naga. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten's vertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Ein ganz schöner Slalom hier. Ich
sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder da vorn könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin? Für eine Nacht. Und das Monster wird schon auftauchen, wenn die Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Klicks bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Es wird ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Ich bin Groot. Klopfer 1 steht. Gamora, pass auf mein Baby auf. Es ist ein Schiff, Peter, kein Kind. Es ist unfassbar. Ich bin Groot. Was, der rosa Schleim? Das ist Nanoharz, damit die ganzen Kriegstrümmer nicht wegtreiben. Wenn das Monster verkauft ist, fliegen wir nach Nowhere und spielen ein bisschen. Nimm das, morsches Zeug! Ich bin Groot. Nein, der ist total sicher. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Ich bin Groot. Ich meinte nicht giftig. Ich bin Groot. Er ist kein besserer Schütze als ich. Haltet alle Ausschau nach gutem Schrott oder Einzelteilen. Ich bin Groot. Ich weiß, dass das Monster oberste Priorität... Ja, man kriegt hier definitiv ein komisches Gefühl. Wieso funktioniert? Natürlich, ich habe ihn vorhin überprüft. War das überprüft in Anführungszeichen? Was? Nein. Sollen wir den Kisten hier irgendwas anfangen? Peter, macht keinen Sinn, oder? Die Insubordination der Attentäterin ist unerträglich geworden. Sammle Komponenten, um Vorteile herzustellen. Und sie ist sehr aufsässig. Wir haben das auf der Milano besprochen, Drax. Streng dich mehr an. Komm schon, Quill. Okay. Du nimmst jetzt also den weiten Weg? Alles okay, Quill? Ja, ich glaub schon. Ist dieses rosa Harz wirklich stark genug, um diesen Ort zusammenzuhalten? Oh ja. Wirklich, wahrscheinlich stark genug. Nur zurück. So, super viel... Tagebuch. Tagebuch erinnert mich immer an hier die Dame mit den Gefühlen. Klärung, Naga. Woraus besteht diese rosa Substanz? Du meinst den Nanoharz-Clusterschaum auf Ebrium-Basis? Vertraue nie etwas mit so vielen Fingerschnippeln. Angeber. Ich überprüfe nur meine Waffen. Stell dir vor, was die Chitauri für Blaster hatten, um solche Fregatten wie die da abzuschießen. Ich bin Groot. Ich bin nicht unsensibel. Ich bin neugierig. Und ein bisschen neidisch. Peng. Hast du gerade Peng Peng gesagt? Was? Wir sind hier in einer sehr düsteren Umgebung, Rocket. Da macht man solche Scherze nicht. Und danke an Sven für dein Sub. Wie viele dieser Schiffe hast du persönlich zerstört? Auf diesem riesigen Schrott? Achtung! Gefährlich und instabil, ja, schon klar. War bestimmt keine Absicht. Lässig wie immer, Quill. Ich bin Groot. Ich ermuntere ihn nicht, das war Sarkasmus. Nein, ich bin Groot. Du kannst nicht Groot sein. Keine Sorge, man kann darauf laufen. Mehr oder weniger. Deshalb ist Team Grün auf der Milano.
Es ist viel gefährlicher, hier drin rumzufliegen. Das habe ich gehört. Der große Zylinder, da ist unser Treffpunkt, richtig? Ja, das ist die Bergbauanlage. Komisch, das alles so auf einen Blick zu sehen. Überreste eines Krieges, der die ganze Galaxie umfasste, zusammengehalten von rosa Schleim. Nano-Harz auf Ebrium-Basis. Wie auch immer. Ich sag ja nur, es ist ein bisschen viel. Ich glaub, irgendwie versteh ich's. Oh, seht mal, gelb und blau. Sieht aus wie eine alte Novacore-Fregatte. Hübsch. Komm schon, Kumpel. Auf dem Schiff sind Leute gestorben. Ach, Spaßbremse. Warum hast du uns hergebracht, wenn der Ort so heilig ist? Ich bin Groot. Mir fallen mindestens ein Dutzend Planeten mit Monstern ein. Warum halt... Wir sind pleite, Rocket. Wir brauchen was Großes. Hast du Yarrow-Wurzeln nicht auch langsam satt? Die sind so... mehlig. Hör mal, diese Zone ist gesperrt. Egal welches Monster hier lebt, das hat sonst keiner. Lady Hellbender achtet bei Käufen auf Seltenheit. Ganz genau. Ich bin Groot. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Quill hat diese Info bei seinem Flood of Contraxia leider nicht erhalten. Ich muss nicht alles scannen oder zerstören. Es wird ein Monster sein, das sich verkaufen lässt. Und ich hab nicht geflirtet, sondern getrunken. Und mit den gelben Kisten, auch wenn man sie scannen kann, ich kann damit nichts großartig machen. Jedenfalls sehe ich da nichts. Merkwürdig. Ich habe in dem Wrack noch keine Leichen gesehen. Ja, wahrscheinlich desintegriert, als ihre Schiffe Kabum gemacht haben. Oder das Nanoharz hat sie absorbiert. Das würde die Ausbreitung erklären. Oder die geschlossene Atmosphäre beschleunigt die Verwesung. Und es ist nur noch Staub übrig. Ich werde mich nach dieser Mission überall gründlich abschrotten. Wow! Okay. Oh mein Gott, Reaktionsspielchen. Okay. Fast wäre aus dir ein verspätetes Kriegsopfer geworden. Nicht lustig. Wisst ihr, ich mag das. Es macht Spaß. Ich bin Groot. Dass wir drei abhängen. Genau wie am Anfang dieser Sache. Trennabschnitte, schon, wie aus Tomb Raider. Ich bin Groot. Nein, ich hasse nicht alle. Ich toleriere Quill. Quill ist voll okay. Hoffentlich kriegst du die Beförderung, Rock. Wir drei hatten wirklich gute Zeiten. Erinnert ihr euch an Draconius? Die Einheimischen waren nicht begeistert davon, dass wir sie an Bord geschleppt haben. Vorsicht auf dem Ding, Quill. Siehst du da draußen was? Die Bergbauanlage. Eine Spur von unserem Monster? Noch nicht. Wenigstens kann man im Weltraum einfach irgendwelche Sachen anschießen. Danke, Groot. Hast mir ja fast nur in den Tod gestürzt. Wow. Ich bin ziemlich sicher, das ist eine Sackgasse. Sicher? Ah, na also, hier geht's lang. Kommt schon. Woher willst du das wissen? Vertrau mir, okay? Hey, Groot. Meinst du, wir finden hier drin Teile des Trion-Splitters? Ich bin Groot. Hast du noch nie vom Trion-Splitter gehört? Eine Pyramide des puren Bösen, die alles verdirbt, was in Kontakt mit dir kommt. Ich bin Groot. Ausdenken? Sag mir... Ach, zufrieden, Quill. Du hast gefunden, was ich gesagt habe. Eine Sackgasse. Tote Hose, Ende Gelände. Mythische Leere, das schwarze Todesterminal. Ganz recht. Ach, so viel Geschwafel. Ich bin Groot. Natürlich konnte er es wissen. Ich hab's ihm gesagt. Ich schreibe diesen Bericht, damit die Anstrengungen und der Mut meiner Leute nachklingen und Bestand haben. Wir hatten letztendlich das Unvorstellbare vollbracht. Nach Generationen des Krieges legten wir unsere Differenzen bei und vereinten uns, um unsere gemeinsamen Träume zu verwirklichen.
Ich diktiere diese Nachricht an Bord des ersten interstellaren Schiffes von Belda, der Starboros, unserem ganzen Stolz. Alles, was wir vermutet hatten, stimmte. Es gibt Völker hier draußen, zahllose andere Welten. Einige sind viel weiterentwickelt, während andere sich abmühen müssen, so wie wir damals. Wir wurden mit offenen Armen willkommen geheißen und von einer Gruppe, die sich selbst das Nova Corps nennt. Zu unserem Schrecken mussten wir erfahren, dass sich die Galaxie selbst aktuell im Krieg befindet. Belda liegt mitten in der Angriffsschneise der Aggressoren, eines gewaltigen Volkes, das Chitauri heißt. Wir forderten Unterstützung von unserem neuen Verbündeten an, aber ihre Rettungstruppen werden in Kürze von einer überlegenen Chitauri-Flotte abgefangen werden. Wir haben beschlossen, unsere Treibstoffreserven zu verheizen, um die Chitauri als erstes zu erreichen. Aufgrund unserer Naivität ist die Starboros unbewaffnet, aber sie ist schnell und stabil. Wir werden ihr Flaggschiff rammen. Vielleicht können wir unsere neuen Freunde retten. Eines sollt ihr wissen, für einen kurzen, unglaublichen Moment hat Belda Frieden gefunden. Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bitte dafür, dass unsere Opfer in unserer letzten Stunde etwas bewegt haben. Oder bewegen wird. Bist du fertig mit Prahlen? Oh, ich bin nie fertig mit Prahlen. Ich bin gut. Ja, typisch ich. Trümmerscharen strukturell fragwürdig. Mir geht's gut! Mir geht's gut! Hab ich euch Angst eingejagt? Nein! Oh, du warst besorgt! Wie süß von dir! Ich bin gut! Na, seid still! Alle beide! Das ist übrigens immer schön, dass du mir sagst, ein Upgrade wäre verfügbar. Ich aber noch keine Ahnung habe, wie man Upgrades einsetzt. Und danke, Atrostare, für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Obwohl diese Upgrades überhaupt gemacht werden. Wahrscheinlich ist das eine Geschichte später auf dem Schiff. Upgrade geht nur auf der Werkbank, lernst du später. Dankeschön für die Info. Vorsicht, Quill! Alles gut, schon okay. Aber seid vorsichtig, Leute. Dieser Schrott ist nicht so stabil wie gewünscht. Da hat wohl jemand geübt. Ich hab schon alles Mögliche zerstört. Ah, du kannst übrigens eine Elementarwaffe abfeuern. Ja, tut mir leid, ich guck mir solche Sachen schon vorher an. So hätte ich mir schon ein paar Sachen nicht gefunden unterwegs. Eklig. Ha, schön gespritzt. Hey, 50 Units, dass ich mehr von den Dingern erwische als du. Von wegen. Wow, was zum... Rocket, warst du das? Die Anzeigetafel? Gefällt sie dir? Hab sie in deinen Visor gehackt, als du das letzte Mal geschlafen hast. Du hackst dich in meine Sachen? Ich hab das verflagte Ding so oft repariert, dass es eigentlich schon mir gehört. Optimale Distanz für Klopfer, direkt voraus. Ich bin gut. Genau vor uns, in dem riesigen Loch, wo früher das Cockpit dieses Schiffs war. Das ist heftig. Ich bin gut. Ja, versuch nicht dran zu denken. Man sollte sich nicht fragen, was denen zugestoßen ist, die auf diesen Wracks gearbeitet... Großartig! Das hätte ich aufnehmen sollen. Mach eine Brücke, Groot. Ich will sehen, ob er noch lebt. Ich bin gut? Ich weiß nicht, aber er zuckt noch. Verflag nochmal, Quill. Alles okay da unten? Ja. Ja, ich dachte nur, da wäre eine Abkürzung. Abkürzung, klar. Geht ohne mich weiter. Ich komm nach. Okay, da ist ein Nova Corps Raketenschacht direkt auf der anderen Seite. Da treffen wir uns. Raketenschacht in Gelb und Blau, verstanden. Und schon bin ich alleine.